Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute erkläre ich dir die Zeitform Präteritum. Das Präteritum benutzt du immer dann, wenn du beschreiben möchtest, was schon passiert ist, also was in der Vergangenheit stattgefunden hat und schon abgeschlossen ist. Das Präteritum brauchst du häufig, wenn du Geschichten schreibst. Du benutzt es seltener, wenn du erzählst. Es ist also mehr in der Schriftsprache. Und wir schauen uns jetzt anhand von drei Verben an, wie das Präteritum gebildet wird. Wir starten mit dem Verb hören. Ich habe dir hier schon den Wortstamm abgetrennt, hör. Der bleibt nämlich gleich in allen Personalformen. Das heißt, den kann ich hier schon mal notieren, da er sich nicht ändert. Und an den Wortstamm kommt jetzt in der Ich-Form ein T und ein E. Ich hörte. Du hörtest. Er, sie, es hörte. Wir hörten. Ihr hörtet. Sie hörten. Hören ist ein regelmäßiges Verb. Es gibt auch noch unregelmäßige Verben. Die schauen wir uns gleich an. Machen wir weiter mit dem Verb warten. Da gibt es jetzt eine Besonderheit. Zunächst notieren wir wieder den Wortstamm. Der bleibt ebenfalls gleich. So, und jetzt gibt es bei Warten eine Besonderheit, und zwar wird noch ein E eingeschoben. Das liegt daran, dass hier ein T steht. Bei Verben, die ein T, ein D, ein M oder ein N am Ende des Wortstamms haben, schiebt sich immer noch ein E mit ein. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich war T, T. Die Endung bleibt sonst gleich. Hier siehst du das eingeschobene E. Du wartetest, er wartete, wir warteten, ihr wartetet, sie warteten. Das ist eine Regel, die musst du dir einfach merken. Wie gesagt, bei einem D, bei einem T, M oder N schieben wir noch das E vor die Endung. So, bis hier nicht schwer. Und jetzt gibt es wie immer Ausnahmen. Und zwar gibt es unregelmäßige Verben, wie zum Beispiel das Verb gehen. Da bleibt der Wortstamm nicht gleich, sondern er verändert sich. In der Vergangenheit heißt es dann, ich ging. Du gingst. Er ging. Wir gingen. Ihr gingt. Und sie gingen. Bei den unregelmäßigen Verben verändert sich der Vokal im Wortstamm. Und leider gibt es dafür keine Regel. Das heißt, du musst einfach die unregelmäßigen Verben tatsächlich auswendig lernen. Was du dir allerdings merken kannst, die Ich- und die Er-Form ist immer gleich. Und die Endungen bei den anderen Personalformen sind wie folgt. An den veränderten Wortstamm hängst du in der Du-Form das ST, in der Wir- und Sie-Form EN und in der Ihr-Form das T. Das ist vielleicht noch eine kleine Hilfe, die ich dir mitgeben kann. So, wir wollen jetzt üben, Verben im Präteritum in einem Text einzusetzen. Dazu habe ich den Text vorbereitet hier. Du siehst immer in Klammern, welches Verb eingesetzt werden muss. Und dann starten wir auch schon. Die Kinder
gingen nach Hause. Ein unregelmäßiges Verb, das habe ich dir gerade im Beispiel schon erklärt. Auf dem Weg passierte etwas. Tim, auch unregelmäßig, fiel, hier ändert sich auch wieder der Vokal, und verstauchte, er verstauchte, sich den Fuß. Er schrie, auch hier wieder ein unregelmäßiges Verb. Der Fuß, jetzt haben wir das Verb sein, der Fuß war zum Glück nicht gebrochen. Das war's für heute. Wenn du etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.